Hallöchen, ihr Lieben! So lang, lang ist es her, dass ich mal ein bisschen was in Richtung Minecraft gemacht habe. Und ja, da ich aber keine Lust auf das normale Minecraft hatte jetzt in der letzten Zeit, ich muss mal eben gucken, ob das hier alles so passt mit dem Mikro, gut, habe ich mich jetzt entschieden, ich weiß nicht, der eine oder andere wird es wahrscheinlich direkt erkennen, mal eine Runde Skyblocks zu spielen, allerdings diesmal auch ohne Webcam, damit der PC nicht so überfordert ist. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal ein bisschen an. Ich versuche immer mal so ein paar Tipps auch zu geben, weil ich habe mir auch ein paar Videos mal angesehen, wobei ich zuerst mal getestet hatte das Spiel und mir erst später eigentlich Videos angesehen hatte und sagen muss, dass ich schon vieles intuitiv von Agrarian Skies anders gemacht habe wie die anderen Leute dort und das ganz gut funktioniert hat. Ein paar Sachen habe ich mir aber abgeguckt, zum Beispiel weiß ich jetzt hier schon mal, dass man aus diesen Blöcken, also aus der Werkbank, nicht nur diese Werkbank machen kann, sondern nochmal so eine Halbstufenwerkbank. Das fand ich ganz interessant. Die werden wir jetzt auch direkt mal nutzen. So. Um dann hier aus den Dingern, nämlich diese Crudes zu machen oder Croups oder Crooks. So. Damit wir hier ganz am Anfang schon mal ein bisschen was an Setzlingen rausbekommen, denn die Setzlinge sind hier recht wichtig. Mir sind dann aber auch so ein paar andere Sachen aufgefallen, wo ich gedacht habe, okay, hätte ich jetzt anders erwartet von anderen Spielern, aber naja, jedem das seine. Werde dann versuchen, das Ganze jetzt so ein bisschen in Kombination zu setzen. Das heißt, das, was ich weiß, das, was ich mir angesehen habe, so ein bisschen. Ich kannte zum Beispiel diesen Wine Miner gar nicht. Ich habe den jetzt auch gelegt, nur würde ich den jetzt direkt nutzen, wäre das natürlich etwas ungünstig. Im Sinne von, ich würde mir hier direkt das ganze Blätterdach abreißen und wahrscheinlich einen Haufen Setzlinge verlieren. Deswegen versuche ich das gerade mal so noch ein bisschen hier. Da haben wir einen Setzling, wunderbar. Denn die Setzlinge sind hier echt extrem wichtig und ich hoffe, jetzt geht hier nicht gerade unter mir das Laub weg, wenn ich da so sehe, dass da gerade schon ein Loch war. Wir haben aber schon mal 4 Setzlinge, das ist gut. Denn Sky Factory ist ja quasi eine Skyblock Map. Das heißt, müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Genau, da ist nämlich unser Erdblock. Wir haben hier nichts weiter als diesen einen einzigen Erdblock. Und wer das Ganze schon mal gespielt hat, der wird wissen, dass wir jetzt erstmal auf Halbsteinstufen gehen, die wir unten platzieren, damit entsprechend hier keine Monster spawnen. Von oben wird jetzt nicht mehr so viel nachfallen, was aber auch nicht tragisch ist. Da wir ja schon ein paar Setzlinge eingesammelt haben. Also wir haben im Prinzip jetzt zum Starten hier nur diesen einen Erdblock und die 4 Setzlinge, die wir sammeln konnten. Das Ganze werden wir jetzt auch noch ausbauen. Stück für Stück neue Erde erzeugen. Die Plattform hier groß ausbauen. Dann Erde und Steine erzeugen und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja. Und jetzt werde ich mal testen, ob das geklappt hat mit diesem Wine Miner. Der Wine Miner soll nämlich hier quasi, wenn ich jetzt die richtige Taste drücke, direkt alles dann rundherum wegfetzen. Quasi sowas wie diesen einen Lumberjack-Mod. Nur, dass er, man sieht hier auch an der Seite links so eine Zahl. Wenn ich das jetzt hier weghaue, direkt hat er zum Beispiel 4-mal weggemacht, anstatt nur einmal. Wir haben aber jetzt auch schon einen Setzling wieder mehr. Und ja, so fängt man halt an. Anders als Agrarian Skies hat man aber, wie ihr schon sicher gesehen habt, hier keinerlei Knochenmehl. Das heißt, wir können den Setzling jetzt gar nicht so hochzüchten. So dachte ich es zumindest beim ersten Mal. Deswegen war es schon gut, dass ich mir danach ein Video angeguckt habe. Denn hier gibt es einen Trick. Und zwar, wenn man sich hier in diesen Schleichenmodus versetzt. Erstmal passiert gar nichts. Aber wenn man das ein paar Mal hintereinander macht, dann seht ihr schon, das funktioniert hier so ähnlich wie Dünger. Und zack, haben wir hier so einen Baumstamm stehen schon wieder. Und den werden wir jetzt mal ganz normal auch wieder über diesen. Wobei, ich bin gerade am Überlegen, ist das sinnvoller, den oben direkt platt? Nein, wir machen erstmal das Holz. Und zwar drücke ich jetzt auch wieder diese Taste für diesen Wine-Mod. Und dann geht nämlich das ganze Holz direkt weg. Wir haben das dann direkt im Inventar, weil wir nah genug dran standen. Jetzt werde ich nämlich mal ganz schnell hingehen und die Plattform noch ein bisschen ausbauen, bevor wir dann oben das Ganze zerstören. Ich weiß, viele andere machen das immer so, dass sie am Anfang recht nah aneinander die Bäume setzen. Ich persönlich mag das aber gar nicht. Sondern ich baue lieber eine große Plattform aus, wo man dann viel Platz hat, sich auch zu bewegen. Die Monster spawnen sowieso nicht drauf, wenn das hier Halbsteine sind, die unten angelegt sind. Da brauchen wir uns dann keine Sorgen machen. Und wir haben den Vorteil, wenn die
relativ groß ist, so dass die ganzen Bäume ein bisschen weiter auseinander stehen. Wenn wir dann mal diese schönen Würmchen da in den Baum reinsetzen, müssen wir keine Angst haben, dass die sich direkt alle miteinander verbinden und alle Bäume weiß werden. Nein, wir haben dann immer nur den Blau. Oh, da müssen wir jetzt mal eben einsammeln gehen. So, und wohl jetzt nicht zu weit rennen, sonst haben wir nämlich gleich das Problem, dass alles weg ist. Wir haben nämlich noch keine Truhe, fällt mir gerade ein. Das heißt, das nächste Holz, was reinkommt, sollten wir dann in eine Truhe investieren, damit wir so ein bisschen was sicher haben. Und vor allem nicht nur in eine Truhe. Ich habe auch gesehen, zu diesem komischen Buch, was ich eben weggepackt habe, da gibt es so eine Art Standpult. Und damit wäre das Buch auf jeden Fall gesichert. Falls wir mal runterfallen, wäre es da nicht weg. Ich guck mal, naja, jetzt habe ich zu wenig Holz. Also dieses Buch meine ich. Und dann muss man, glaube ich, hier mit Oakwood sechs Oakwood hinsetzen und dann oben da eben das Bäumchen drauf und dann hätte man das. So, jetzt setzen wir mal eben den Krug wieder ein. Das hat da jetzt nicht so viel gebracht. Ach, bringt auch nicht viel, wenn ich die falsche Taste drücke. Da hat es gerade was gebracht. Da auch. So, den können wir ganz normal weghauen. Und ja, dann machen wir mal wieder einen auf hibbelig und hüpfen hier mal ein bisschen rum, bis jetzt der nächste Baum spawnt. So geht das nämlich relativ schnell. Dann kann ich jetzt auch, falsche Taste wieder, das Ganze relativ schnell in ein paar Folgen anfangen, ohne dass wir jetzt hier echt Panik haben müssen. Das ist ein relativ großer Baum, ne? Versuchen wir es mal. Usch. Da kamen auf jeden Fall ein paar Setzlinge raus und da oben ist noch mehr. Ich würde sagen, wir machen mal eben... Ah ne, stopp, bevor ich jetzt vergesse, erstmal eine Truhe eben. Ram, tam, tam. So. Und dann nutzen wir das andere Holz. Ich probiere mal eben aus, ob das jetzt so ist. Ah, genau, da haben wir diesen Achievement Stand. Dann haben wir den nämlich nicht verloren. Dann haben wir das Büchlein immer. Das setzen wir jetzt einfach mal hier irgendwo. Sagen wir mal, wir fangen da an, uns dann nachher auszubauen. Dann haben wir nämlich hier immer dieses Büchlein. Da kann man da jetzt auch ein bisschen rumlesen. Beziehungsweise halt hier dann unser Krug. Das haben wir ja quasi schon. Dann kriegen wir nämlich auch Silkworms. Und den Rest sehen wir dann gleich. Ich packe jetzt aber erstmal alles weg, was wir gerade nicht brauchen. Die Torch lassen wir auch erstmal weg. Diese Wand hier, Wand, Builders Wand, Wand, Wind, Dings da, Zeugs, auf jeden Fall müssen wir uns nachher auch mal genauer ansehen. Ich habe den Krug eben auch schon kaputt gemacht, sehe ich gerade. Oh, hier kommen wieder schön Setzlinge runter. Das ist sehr gut, denn Setzlinge brauchen wir. Und das war etwas, was mich auch sehr gewundert hat, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass andere Leute hier Sky Factory spielen, die wahrscheinlich auch viel mehr und länger Minecraft spielen wie ich. Aber es hat sich wohl keiner dieses kleine Achievement-Buch da mal genauer angesehen. Denn die warten immer unheimlich lange darauf, dass es anfängt zu regnen. Und wer sich das Buch mal genauer angesehen hat, da gibt es durchaus eine Textpassage, die besagt, dass man entweder halt einen Barrel braucht, den man mit Regen füllt. Oder so einen ganz anderen komischen Barrel, also so einen speziellen Komposter da nimmt, um eben Regen zu Wasser zu erzeugen aus Saplings. Und das hat mich sehr gewundert, denn es ist doch viel einfacher, wenn wir eh hier die ganze Zeit die Bäume immer spawnen lassen und Saplings sammeln, um Erde zu kriegen. Ja, so viel ist schon mal gespoilert. Dann können wir die Setzlinge doch genauso gut nutzen, um da Wasser draus zu erzeugen und müssen dann nicht zwingend auf Regen warten. Also ich weiß nicht, was da los ist, warum die so sind und alles, aber nun gut, wir werden es hier auf jeden Fall anders machen. So viel sei ja schon mal verraten. Jetzt machen wir hier nochmal so ein Krug-Ding und deswegen ging das wahrscheinlich oben auch eben nicht weiter, weil es zu viel auf einmal war. Und hauen hier nochmal ein bisschen rum, wenn wir denn dran kommen. Nein, kommen wir nicht. Na, da bringt das mit dem Dings jetzt nicht so viel, aber gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal und holen uns das nächste Hölzchen. Denn Holz brauchen wir auf jeden Fall noch ganz viel. Also zappeln wir hier mal wieder rum. Zapp, 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 zapp. Ja, jetzt wachst du mal, hallo? Aha, so. Stopp, direkt mit dem Krug und einmal hier die Taste für den Veinmeiler. So, und jetzt haben wir auch den ersten Silkworm und ihr seht auch 11 Oakwood Saplings. Also wir haben jetzt schon 24 Saplings, was natürlich genial ist. Allerdings brauchen wir jetzt auch noch eben das Holz hier. Falsche Taste schon wieder. So, gut, das hat nicht funktioniert. Also erst Taste drücken, dann draufhauen, nicht draufhauen und die Taste drücken. Das geht nicht. Warum geht das denn jetzt allgemein nicht? Geht das nur, wenn ich irgendwas anderes in der Hand habe? Geht das mit der Kung-Fu-Hand so nicht? Scheinbar geht es mit der Kung-Fu-Hand nicht. Da machen wir es eben auf die altmodische Weise. Wir brauchen Holz für die Barrels, habe ich ja gesagt. Dann machen wir das Ganze mal. So, wir brauchen auf jeden Fall ein paar davon. Und dann machen wir jetzt erstmal die normalen Barrels, um Erde zu erzeugen. Davon machen wir uns gleich mal zwei Stück. Wir sind ja nicht geizig. Wenn ich jetzt richtig gemacht hätte, dann bräuchte ich das auch nicht wieder neu einsammeln.
Wenn ich die andere Taste gedrückt hätte, hätte ich es auch nicht machen müssen. Ich weiß. War einfach gerade ein dumm Ding. So, wir setzen die mal hier hin. Andere setzen die immer an den Rand, aber ich habe immer irgendwie Schiss, dass da was runterfällt. Deswegen nennt mich ruhig paranoid, aber ich bin da einfach so. So, und den Rest knallen wir jetzt hier rein. Werden dann auf jeden Fall noch Setzlinge über haben. Deswegen habe ich jetzt einfach alle in die Hand genommen. War mir jetzt egal. Hier kriegen wir auf jeden Fall jetzt Erde. Es wird Nacht. Was übrigens cool ist, denn wenn man mal hier so rumguckt, wir haben hier so viele Planeten. Da ist, glaube ich, auch die Erde oder sieht zumindest erdähnlich aus. Und man hat hier halt auch wirklich so, ich denke mal, das soll der Saturn oder Jupiter oder sonst irgendwas sein da, so ein paar Planeten nachgebildet hier im Dings. Ich kann hier auch mal eben runtergucken. Ich habe jetzt nicht viel dabei, also kann jetzt nicht so viel hier verlieren, wenn ich mal runterknall. Aber hier sind auch halt unten so ein paar Planeten versteckt, deswegen finde ich das hier schon ganz nice. Bevor die Folge jetzt aber rum ist, werde ich nochmal rumhüppen und nochmal ein bisschen hier schauen, dass wir noch ein bisschen was dazu kriegen. So, Taste drücken, zack, und schon haben wir wieder 8 Setzlinge im Revier. Allerdings ist der Krug auch ziemlich kaputt gegangen. Wir versuchen uns mal, was passiert, wenn ich jetzt einen Sapling in die Hand nehme und hier auf das Holz reindresche mit der Taste. Vielleicht geht das wirklich nur mit der Kung-Fu-Hand scheinbar nicht. Und es regnet. Hahaha, ich habe eben noch davon gesprochen, von wegen wir müssen Wasser sammeln. Da machen wir uns jetzt einfacher. Ich zeige es euch aber nachher auch nochmal. Also ich habe die jetzt bewusst mal aufgemacht, damit hier Wasser reinkommt. Ich Entschuldigung. Bin leider ein wenig mit Husten belastet momentan. So, ich werde euch das Ganze dann aber trotzdem nochmal zeigen, wenn wir gleich genug Holz zusammen haben, wie das Ganze dann funktioniert, dass wir eben auch aus Saplings Wasser kriegen, damit für den Fall, dass ihr irgendwo seid, wo es nicht regnet, man kann ja durchaus auch in der Wüste spawnen, ihr die Möglichkeit habt, das Ganze dann zu umgehen. So, ich schaue jetzt gerade mal, wir haben hier 5 Blöcke und ich bin echt so, dass ich immer ganz gerne 5 Blöcke Abstand dazwischen lasse. Wie gesagt, andere machen das mit 2 Abstand, 3 Abstand oder so, aber dann kann es echt sein, dass die Bäume aneinander spawnen. Und das ist wiederum echt nicht meine Welt. Ich nehme da lieber ein bisschen Platz in Kauf. So, wir setzen die schon mal hin, dann können wir jetzt im Prinzip 3 eben hinsetzen. 1, 2, 3. Da drauf, da drauf. Und hier auch nochmal drauf. So, jetzt haben wir 3 Stück. Und das Lustige ist, wenn ich jetzt hier rumhüpfe, dann kriegen gleich alle hier so ein Funkeldings da. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Und zack, spawnt auch was. Jetzt müssen wir hier natürlich nur nachher was umsetzen. Deswegen werde ich jetzt erstmal den in der Mitte nehmen. Also, wir brauchen auch noch so einen. Seht ihr, wieder voll nicht im Kopf gehabt. Wir brauchen ja noch so ein. Ich zeige euch direkt mal was anderes. Wenn wir nämlich hier von den Dingern direkt 4 Stück machen. Da bim. 1, 2, 3, 4. So. Und setzen die jetzt nochmal in so eine Krug-Form. Dann kriegen wir so einen ganz speziellen Compressed-Krug. Und der ist natürlich wieder ein bisschen stärker. Jetzt müssen wir nur hier rumhüppen, bis der halt in der Mitte mal loslegt. Komm, zack, Z, sei lieb. So. Und den können wir jetzt nämlich auch, zack, einmal nutzen. Und der hat, wie ihr links an der Seite sehen könnt, ich würde das ja jetzt gerne drauf zeigen, aber es geht schlecht. Also links am Rand ist jetzt so eine 535 in Gelb, neben dem Symbol. Und der hält einfach ein bisschen länger durch, wie die einfachen Stäbe. Man sieht es jetzt auch unten im Inventar, die Leiste hat sich jetzt nicht wirklich so dramatisch verändert. Ich muss nur immer dran denken, dass ich jetzt nicht schleiche, sondern die andere Taste drücke. In meinem Fall habe ich diesen Vein Miner auf Q gelegt, da ich Q sonst immer sehr ärgerlich finde, wenn ich auf Q drauf komme und irgendwelche Sachen, die ich gerade in der Hand hatte, wegschmeiße aus Versehen. Das passiert mir nämlich öfters, deswegen habe ich jetzt auf Q einfach diesen Vein Miner gelegt. So, und jetzt machen wir mal Folgendes noch eben, bevor die Folge vorbei ist, damit ihr das mal seht. Ich brauche nämlich jetzt quasi gerade mal irgendwo eine Erhöhung eigentlich. Haben wir noch, da haben wir auch noch. So, hier ist sowieso Wasser drin, das heißt, wir können den quasi benutzen, um mal hier was draufzusetzen, wenn ich jetzt da drauf kommen würde, heißt das. Machen wir mal so, einmal drauf hüpfen, dann setzen wir da was drauf, dann setzen wir da was drauf und hier was drauf, einfach nur, damit wir hier so ein kleines Dach kriegen, wo wir jetzt experimentieren können. Den hauen wir mal eben wieder weg. So. Und das kommt auch gerade ganz gut hin, sehe ich, von der Anzahl her. Wenn wir nämlich hingehen und nehmen hier diese Oakwood, also das Oakwood an sich, machen das so und setzen hier eins rein, dann kriegen wir hier so ein Oak Crucible. So, und dieser Oak Crucible, das ist nämlich das, was ich eben meinte. Wenn wir den jetzt mal hier hinknallen, so, der wird jetzt nicht voll, das seht ihr. Da, der bleibt leer, absolut. Wenn ich drüber gehe, dann seht ihr auch unten oben 0 von 1000 MB Wasser. Wenn wir jetzt aber hingehen und wir hätten keinen Regen und packen hier einfach mal einen rein, dann seht ihr schon, da passiert was. Und zwar
Da kommt Wasser drin. Und das ist einfach, wenn wir jetzt hier 10 Stück reinpacken. Ich weiß gar nicht, wie. So wäre 10. Mehr kann man nicht. Doch, kann man wohl. Oh, habe ich einen zu viel reingepackt. Ist nicht schlimm, kriegen wir ein bisschen mehr Wasser. Also nicht mehr Wasser, wie vom Meer das Wasser, sondern mehr Wasser von der Menge mehr. Ja. So. Und das passiert gerade. Und dann können wir im Prinzip, wenn das Ding nachher voll ist, das Ganze mit einem Eimer rausholen. Wir haben natürlich jetzt hier die anderen auch noch voll mit Wasser. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Das heißt, wir müssen gleich noch mehr aufstellen. Aber Holz sollte es nicht dran scheitern. Allerdings haben wir jetzt auch schon eine Viertelstunde rum. Das heißt, ich werde jetzt erstmal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ja, viel Spaß weiterhin auf YouTube. Ich hoffe, ihr seid dann bei der zweiten Folge auch wieder dabei. Da wird es dann auch schon ein bisschen schneller wieder vorangehen, da wir mehr haben. Bis dahin, schaut einfach mal, wenn ihr Bock habt, wieder rein. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ansonsten viel Spaß noch auf YouTube. Tschüss!